So, dann geht's los, ne? Dein Handtuch liegt da noch raus, oder ist das da so zur Trocknung? Das ist zum Trocknen. Ja. Muss ja irgendwie wieder Trockencreme, Mist. Am besten so eine Wäscheleine irgendwo. Ja, irgendwie muss man sich helfen, ne? Wenn man ja 2,5 Wochen auf Tour ist. Ja, dann geht's jetzt zur ESSO, ne? Und dann treffen wir die Gruppe. Den Alex von uns und die restlichen Mitfahrer, inklusive Tourguide. Olaf fährt vor, ne? Ja, und dann geht's los. Und in diesem Sinne begrüße ich euch, meine Lieben. Herzlich willkommen zur Tour de France. Frankreich, schönste Pässe und Schluchten. Ist sie laut, wa? Wenn die noch im Kaltstart ist, wa? Und dann im Tunnel, geht die so richtig ab. Jo, wie viele Kilometer fahren wir heute? 250, 300. Jetzt geht es erstmal ein Stück über Autobahn. Nach Straßburg runter und dann durch die Vogesen Richtung Belfort in Frankreich. Da steht der Horst, unser Tourguide. Auch mit einer 1250er GS. Ja, wir haben zwei Horst, das meine ich aber auch. Ja. Das Horst. Warum denn die Luft? Haben die keine Luft? Morgen! Habt ihr gut geschlafen? Sehr gut, ja. Ja, es ist ein herrlicher Sommertag. Ah, herrlich, sag ich dir doch. Ja, wenigstens kein Regen, so wie gestern. Wobei viel geregnet hat es auch nicht, meine Lieben. Aber die Straßen waren die ganze Zeit nass. Ab und zu kam ein kleiner Schauer runter. Heute Nacht hat es nochmal geregnet. Ja, aber ab jetzt sollen die Tage wieder schöner werden. Ja, wie gesagt, wir treffen uns jetzt hier. Insgesamt 9 Motorräder, 10 Leute. Eine Sozia ist dabei. Ist eine geführte Tour hier, wie gesagt, mit dem Tourguide, dem Horst. 12 Übernachtungen insgesamt mit Hin- und Rückfahrt. Kommen wir da so auf ca. 14 Übernachtungen. 2,5 Wochen schönen Mopedurlaub. Da kommt eine XR, der fährt hinten. Das ist der Lumpensammler. Ja, heute mal so ein bisschen erstmal die Leute kennenlernen. Wir hatten uns gestern schon getroffen im Walzwerk. Kleine Infoveranstaltung, schon mal persönlich ein bisschen kennengelernt. Aber heute werden wir uns ein bisschen fahrerisch kennenlernen. Bin ich mal gespannt. Ja, nur BMW-Motorräder hier. Handy verbunden. Ja, also wie gesagt, nur BMW-Motorräder hier, K1600, RT, 1200. Hier kommt unser Tourguide, der Horst, auf einer 1250er, der Olaf, jo, der Alex, auch 1250er. Dann haben wir eine 1250er RS, eine 1200er RS vom Achim und eine 1000er XR. Das scheiß BMW-Dinge verbindet sich nicht mit meinem Handy manchmal. Ich hab das kenne ich, ja. Fängt der schon wieder an zu meckern. guck, da muss man da einmal resetten, die Scheiße, und dann geht das wieder. Schalalalalalala. Willst du jetzt hier aber keine gute Stimme verbreiten, oder was, Chris? War denn euer Frühstück gut? Ja, gab sogar Rührei. Also mein Frühstück war super, ehrlich. Stand auch in der Bewertung. Fast rein. Alles, was du wolltest. Und die Mutti hat ja auch noch alles gemacht. Rührei, Spiegelei eingewichst, ja, und alles Mögliche. Eingewichst? Naja, so, jetzt geht es hier erstmal schön langweilig die Bundesstraße entlang, gleich auf Autobahn. Wir fahren über den Rhein. Rhein in den Rhein. Rhein in den Rhein. Ja, ziemlich breit hier an der Stelle. Jo. In Straßburg. Der hat auch eine ganz schön große Wasser, ne?
Ja, Franzemann kommt. Franzemann? Ja. Jo, wir sind, sind wir jetzt in Frankreich oder sind wir in Luxemburg? Franzemann. Nee, Frankreich stand da gerade. Sind wir jetzt in Frankreich? Ja. Oh, ja, herzlich willkommen in Frankreich, würde ich mal sagen, ne? Ja. Schön. Roma, Straßburg. Apporti, gibt es noch ein Baguette, Achim? Winke, winke. Hoffentlich mit Bratwurst. Frankreich, was haben wir denn hier? 80, 50 in der Stadt, 80 außerhalb und 130 auf der Autobahn. Französische Autobahn zum Einschlafen. So, jetzt sind wir auf der Landstraße hier, wa? Ist das schon mal schöner als eine Autobahn. Bischofsheim. Ja, bin ja mal gespannt. In der Vogesen war das schon mal einer von euch? Nee. Nee, auch noch nicht, ne? Nee. Er gibt vorher Handzeichen, ja, habe ich gerade gesehen. Mit dem Auto bin ich auch immer gewesen, aber dann bin ich auch in die Autobahn gefahren. LKW. Olaf schummelt sich noch durch. Ja. Oh, der Achim träumt wieder um. Wo steckt der eigentlich? Ja, der hat Hunger. Der denkt an eine Bratwurst. Du, hier der Currywurstbude, aber gibt's ja gar nicht hier. Aber riecht so nach Essen hier. Ja, irgendwie riecht es nach Essen. Das ist gleich gar nicht sagen sollen. Restaurant, hier ist schon was. Ja, ich glaube, essensmäßig hat der nur heute Abend eingeplant, denke ich mal. Ne? Ey, mach keine Schweiß. Nachdem, ich habe dir extra heute Morgen eine Banane eingepackt. Ja, hast du noch ein paar Brötchen abgezapft. Ja, hättest du mal deine drei Eier noch nicht gegessen, sondern das Omelette heute Morgen beim Frühstück, da hättest du jetzt nur drei Eier gehabt. Aber hör mal hier, der Asphalt sieht doch aus wie Schmirgelpapier, ne? Jo. Destillerie, oh. Oh, auch nicht schlecht. Kronenburg. Kronenburg. Machen die Bier hier, oder was? Destillerie ist wahrscheinlich Schnaps, ne? Oh, guck mal hier, Achim, da kannst du essen. Das könnte er. Wenn es dran halt. Aber riecht auch nicht gut, Achim. Restaurant-Café. Charbon de B, da ist doch irgendwie Schinken. Die Polizei ist hier. Hallo. Oder was steht da? Nee, das ist hier Security Ecole. Ecole sind die Schüler. Schulpatrouille. Immer dafür, dass hier 50 erlaubt ist, sind die Huckel aber ganz schön hoch, ne? Also wenn du hier 50 fährst, dann kannst du springen. Wenn du Geländemaschine hast, dann geht's. Eben. Oh, hier ist er, der französische Wein. Direkt am Kreisverkehr. Lecker. Heute Morgen in dem wahnsinnig geilen Hotel habe ich bezahlt und ausgecheckt. Da wollte ich mir doch eine Flasche Wein schenken. Ja, schenken? Ja. Ja, ich habe gesagt, tut mir leid, kann ich nicht irgendwo unterbringen. Ne? Aber ist ja nett, die Geste. Ja. Och, die hätte ich wohl untergebracht. Ich hätte noch Platz gehabt. Der wäre hinterher gut durchgeschüttelt. Ja, die Tour Grandes Alpes ist es nicht, ne? Grande Tour Alps. Tour de Kreisverkehr, genau. Tour de Rondelle. Nee, aber was hat er gesagt? Noch schöner, ne? Ja. Nicht einfach stumpf runter, sondern wirklich die schönsten Pässe und Schluchten. Ja, bin ich auch mal gespannt. Er hat zumindest gestern gesagt, er hätte 15 Jahre dafür gebraucht, das so auszuarbeiten jetzt. 15 Jahre. Immer wieder ein bisschen nachjustiert, hier wieder justiert. Ja, inklusive Hotels, ne? Ja. Ah, lass uns gespannt sein. Ja. Guck, ob das nur Gelaber war oder schon mal mit. Das ist doch geil, dass die Sonne scheint und nicht Regen. Ja. Temperatur ist gut. Also man muss ja sagen, so Tourguide ist dann schon Arbeit, ne? Ja. Zumindest in der Hochsaison. Ja. Ich möchte nicht machen. Und der Chris, der kann heute mal den ganzen Urlaub einfach nur hinterherfahren. Ja, und das finde ich auch so geil. Einfach nur sich um nichts kümmern. Das Navi läuft nur mit, um zu sehen,
ob da eine Kurve kommt. Ja, da sind sie. Die ersten Berge in Frankreich. Hurra! Schade, kein Foto machen. Dann müssen wir eigentlich erstmal endlich mal wieder Kurven. Ach, jetzt kommen hier wieder die Bitumenstreifen. Aber dass du nachher mit den Contis sind, die Bitumen kein Problem. Ja, wenn es jetzt nass ist. Ach, ist ja gerade nicht nass. Die Franzmänner sind ja nicht sparsam damit, ne? Also wenn das Wetter so bleibt, ne? Ist geil, ne? Perfekt. Dann passt das doch. Es wird ja eher noch ein bisschen wärmer werden. Wir haben jetzt 15 Grad. Ja, so hätte das gestern schon sein müssen, ne? Dann wäre es echt obergeil gewesen. Wenn die Kappen sauber geblieben. Ja, also wenn es jetzt so wird, ist ja gut. Gestern war ja so eine Normalanreise. Gut, da kannst du nicht. Was war schade, dass es geregnet hat, aber meine Güte. Aber besser da, ne? Alles klar, nachher in Alpen oder irgendwas. Jetzt bei den geilen Kurven das schöne Wetter haben. Aber es ist halt so, ein Tag hätte es mal eher besser werden können. Ein Tag. Unser Meckertour. Ja. Der Meckertour-Anführer. So, kleine gemütliche Häuschen hier, ne? Jo. Ja. Wind kommen. Oh, geht los, wa? So ein bisschen zumindest. Jo. Wollt ihr denn nicht vorher noch mal Pause machen? Hatte ich auch so verstanden eigentlich. Digga, eigentlich scheiß Sonne hier. Ja, muss mein Visier auch mal reinigen. Erste Spitzkehre in Frankreich. Boah, die Straßen sind aber scheiße. Ja, so wie im Bergischen Land, ne? Auto vorn. Auto. Ja, nur zu dem Asphalt, hier habe ich nicht so das größte Vertrauen irgendwie. Ja, ne, irgendwie. Mal reinkommen hier. Aber Horst sagt doch, wenn ich da durchgekommen bin, dann kommt jeder da durch. Ja, ich meine, die Kamera ist doch schon angemacht. Ja, scheiß drauf, Olaf, da kommen noch genug. Das denke ich auch. Das ist ja jetzt hier nur. Ist ja eigentlich gar nichts. Ein Geplänkel. Ja, ja, das könnte, eingerufen, was er, ja. Ja, das könnte ja auch im Sauerland sein. Ja. Ne? Na, Kurve immer scheiß Asphalt. Ja. Wie immer. Wie im Sauerland. So komische Löcher sind, ne? Kaum ungewöhnt, ne? Aber ich glaube, die Konstellation kann so bleiben, ne? Ja. Meinst du die Reihenfolge oder was? Ja, ja. Also die ungewöhnen müssen wir uns ja nicht hier. Also ich bin auch ganz froh, dass hier der mit seiner K halbwegs gescheit fahren kann, ne? Ja. Sucht der Horst irgendwas, oder? Was sagt denn dein Navi, Chris? Hast du dir was gesagt, der Punkt gehen ist? Ja, jetzt habe ich hier wieder 20 Kilometer. Jetzt soll ich da keine Karte mehr an hier. Bis zum nächsten Via-Punkt, 20 Kilometer. Hast du offline oder hast du eine Online-Karte? Ich? Ja. Offline. Offline, ja. Ah, ja. Muss ich gleich auch mal umstellen. Jetzt habe ich mir nur eine rote Linie hier. Ich habe das mal versucht hier bei meinem. Bis zum nächsten Via-Punkt. Das geht bei den Apple nicht. Das geht scheinbar nur irgendwie bei dem
Android-Dingen. Also die Geschwindigkeit, die er fährt, finde ich gut im Moment. Ja. Das passt. Aber das ist jetzt zum Eingrooven, ne? Ja, ja, eben. Mach mal ab, da wird noch ein bisschen... Du hast noch die Autobahn drin. Lass mal wieder reinkommen in die Kurven hier. Aber schön. Der Scheiß, der hier am Rand liegt, ne? Da musst du aufpassen, wenn das auf der Straße liegt. Ja, vor allen Dingen, wenn es nass ist. Da ist Standard glatt die Scheiße hier. Ja. Die... 12 Grad, 3 Grad verloren. Ja, merkt man direkt, aber, ne? Aber guck mal, hier hast du doch auch keine Leitplanke. Direkt in die Felsen reinballern, bist du auch weg. Ja, nee, machst du auch keine, da hast du dir keine Gedanken drüber machen. Ne. Da hilft noch nicht mal eine Airbag-Weste. Das ist einfach nur noch... Ja. So ein bisschen gehemmt ist man schon, ne? Wenn das hier so rechts runtergeht. Ja, ne? Auf jeden Fall. Achtung. Muss ja nur so eine Scheiße in der Kurve liegen wie hier. Oh, was ist das hier? Was weiß ich, ein Tannenzapfen, ein Rad versetzt. Das fängt ja schon ganz gut hier an. Ja. So, jetzt wird der Alex mal langsam munter. Ja, das stimmt. Aber mit den Koffern, das ist schon ein bisschen anders, ne? Ja, ne? Oh, ich hätte auch lieber. Also ich bin froh, das Topcase nicht mitgenommen zu haben. Weil das eine andere Farbe hat, ne? Erstmal das und zweitens dieses Gewicht hinten drauf und dann noch weiter hinten raus. Ja, das ist Käse. Deshalb, ja, dann, ich habe hinten auch im Topcase nur leichte Sachen, nur so ein paar schweren Sachen allen in den Koffern. Also die Tasche merke ich hier gar nicht hinten drauf, nur die Koffer. Jo, du hast doch gar keine Tasche hinten drauf. Hab ich nicht? Ist so abgefallen? Mehr. Ist sie weg? Die liegt direkt hinter Achims Handtuch. So, komm, Horst, Tasse Kaffee, ein Hörnchen. Da ist doch was. Oder was ist das? Das ist eine Kirche, du Depp. Eine Kirche? Kirche. Aus Beten gehen? Oh, ne. China-Restaurant. Horst, wir haben Hunger. Wir haben Achim. Golde Kreuz. Einer frei. Ja, ist frei, wenn ihr euch beeilt. Jo. Wie wartet. Ja, kann ich ja glaube ich nicht. Alter. Oh, da eine fette Wolke. Ui, 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 ui. Da hier links, da steht schon der Koch hier. Ja. Aus. La Cour de Santé, der Gesundheitskurs. Nimm dich Fahrt wahrscheinlich. Achtung, Achtung, Achtung. Boah, wenn hier so einer reinkommt, so, dann bist du aber zwei getan. Ticken, Ticker. Ah, es gibt was zu essen, glaube ich. Kaskade. Oh, Achim. Wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, bis dahin noch durch, 200 Meter. Dann kriegst du wahrscheinlich ein Stück Kuchen oder sowas. Das sieht mir aber nicht so aus. Ja, das sieht einer Mittagessen aus. Kommst du durch? Jo. Alex? So, wir sind doch hier die Außenseiter. Wir haben noch eine eigene Gruppe gebildet. Genau. Jo. Wie viel sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Motorräder. Ja, es gibt bestimmt Kaffee und Kuchen oder irgendwie sowas. Ein paar Plätzchen.